Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Talad hier und ich habe einen kleinen Überfall auf euch, mehr oder weniger. Ich habe mir ein super intelligentes und krass kreatives Format ausgedacht, und zwar Talad hier levelt. Und wir fangen mit World of Warcraft an, aber dabei wird es nicht bleiben. Das wird eine längere Serie, in der ich durch unterschiedliche Rollenspiele spiele. Also bis zu einem gewissen Punkt, bis ich halt sage, okay, hier reicht's, ich habe keine Lust mehr. Oder wenn ich halt merke, dass das nicht wirklich ankommt. Und wie gesagt, wir fangen heute mit World of Warcraft an. Ich werde mir gleich einen Charakter erstellen. Und ihr seid herzlich dazu eingeladen, in den Comments zu schreiben, was ihr davon haltet, was die Regeln sein sollen, die ich beachten soll oder sonst irgendwie was. Und ja, wie gesagt, wir schauen uns jetzt erstmal World of Warcraft an und dann gucken wir mal, wie weit ich das spielen soll, in Anführungszeichen. Wenn ihr irgendwann sagt, nee, World of Warcraft stinkt, mach mal was Neues, mach ich natürlich was Neues. Aber so fangen wir jetzt erstmal mit der Charaktergedönsung an. Und wir nehmen uns einen Allianz-Charakter. Und da ich gerade meinen Krieger gelöscht habe, oder meine Kriegerin, dachte ich mir, werde ich einen Krieger tüdeln. Ja, hab ich gedacht. Und was bietet sich eigentlich besser an als ein Zwerg? Nicht so viel. Aber machen wir einen weiblichen Zwerg? Die sind ja schon so ziemlich hässlich. Ah ja, das ist erstmal die Hautfarbe. Nehmen wir das da. Gucken wir mal, ob die irgendein interessantes Gesicht haben. Das ist doch hübsch. Hairstyle. Wild. Ja, ich hatte fast ein ganzes Jahr Pause. Und von daher bin ich ein bisschen eingerostet, was das alles anbelangt. Ich glaube, das hier nehmen wir, das ist ganz cool. Herr Koller. Nehmen wir den da. Schwarz. Nee. Rot. Alle Zwerge. Ach, ich glaube hier dieses Karottenrot ist ganz gut. Nehmen wir mal Piercings. Brauchen wir Piercings? Nee. Ja, jetzt kommt die lustige Aufgabe, sich einen Namen auszudenken. Und da ich gerade meine Kriegerin gelöscht habe, dürfte ich ja den Namen noch benutzen können. Und zwar Talira. So. Und, damit wird es dann auch gegessen. Ist ganz hübsch und so weiter und so fort. Klicki, Creating Character. Da ist sie. Und Enter World. Mach hier hinne, komische Ladebalken. Keine Ahnung, was das ist. Wow! Baut mir bitte, danke. Ja, das kennen wir ja alles schon. Da brauchen wir jetzt nicht nochmal rumtüdeln. So. Dann machen wir hier mal ein paar Questions und so weiter. Wie gesagt, ihr sagt mir natürlich, was für Regeln. Sind das die richtigen? Nein, das sind die richtigen. Was für Regeln ich beachten soll, ob es okay ist, wenn ich mir ein bisschen Zeug schicke. Das heißt zum Beispiel die Level-Items und Geld, Taschen und bla, und hab da nicht gesehen. Und ob ich dann später die ganze Farmerei, ob ihr die auch dabei haben wollt oder nicht, oder doch, oder ja, oder nein. Schreibt mir das einfach mal in die Comments, ich würde mich echt tierisch darüber freuen. Und
Ja, dann legen wir jetzt einfach mal los. Wie gesagt, ich habe seit Oktober 2013, glaube ich, oder November, irgendwie sowas. Oh, süß. Snowcup. Ja, Oktober 2013 habe ich nicht mehr gespielt. Hatte also ja fast ein ganzes Jahr Pause. Und ich weiß nicht, woher es kam, dass ich halt wieder so tierischen Bock auf das Spiel hatte, dass ich halt, ja, jetzt wieder damit angefangen habe. Aber das ist ja meistens so, dass das irgendwie so, ach, jetzt hat man es nicht und dann will man es wieder haben und Mailhose. Müssen wir jetzt Rockjaw Goonslayen und verwundete Typis eintütteln. So, ordnen das mal. Wounded Mountaineer. Heile dich. Invader. Du wirst auch geheilt mit der Power der Bandage. Da oben ist so ein Dicker. Falls ihr Fragen zu meinem Interface habt, was ich da benutze und so weiter und so fort, sagt es einfach. Ups. Wow. Greift die jetzt an? Ja, tut sie. Dann werde ich dazu. Level 2. Ich bin so krass. Ich fühle mich mächtig. Oder so. Wie gesagt, dann werde ich dazu einfach mal die Infos dazu in die Beschreibung tun. Denn ich bin eigentlich, was sowas anbelangt, ein ziemlicher Noob. Und das meiste davon hat damals, ich glaube, boah, vor 3 Jahren oder so, meine Frau für mich zusammengezimmert. Hier ist ja immer so ein ach, alles schön machen und das muss doch super aussehen und hier und da und hast du nicht gesehen und ja. Werde ich mich mit ihr mal da hinsetzen und die ganzen Add-ons raussammeln, welche sie da benutzt hat. Dazu dann mal gucken, vielleicht sogar ein Video machen, wenn wir sehen. Aber wie gesagt, schreibt mir das einfach mal in die Comments, damit ich weiß, dass sowas auch gewollt ist und nicht einfach irgendwie nur so. Schuhe. Gib mir da Schuhe. Da müssen wir hin, da müssen wir rein. Gehen wir jetzt einfach mal rein. Ja, ganze 4 Minuten lebt sie schon. Ja, stimmt, ich kann ja mal einen Titel anmachen. Was nehmen wir denn da? Ambassador ist doch eigentlich ganz schick, ne? Ja. Falls ihr, boah, Entschuldigung, irgendwelche anderen Sachen sehen wollt, dass ich mal so eine kleine Tour durch meine Achievements machen soll oder euch meine anderen Charaktere zeigen soll oder sonst irgendwas, wie gesagt, einfach alles in die Kommentare. Ich freue mich darauf. Simbelrun. Charge! Muss ich machen? Practice Charge. Die sind draußen vor der Tür, soweit ich mich entsinnen kann. Denn auch der letzte Charakter, den ich angefangen habe, das ist schon. Oh. Haben wir den jetzt? Nee. Say what? Will ich den doch jetzt kaufen? Ich dachte, du gibst mir den. Oder auch nicht. Hä? Ach, Reach Level 3. Okay. Ja. Naja. Das ist ja nicht mehr allzu lange, aber trotzdem. Charge. Oh, ein Level 3 Wolf.
Was sollen wir denn da machen? Ich glaube, den haben wir einfach mal um. Ist zwar noch nicht allzu spannend, weil ist halt noch nix und so. Aber trotzdem denke ich mal, dass wir demnächst sehr viel Spaß haben, weil ich mir schon einige Sachen erzählt. Ich habe mir einige Sachen erzählt. Da könnt ihr euch aber drauf gefasst machen, dass ich mir Sachen erzählt habe. Nein. ausgedacht habe, über die ich so sprechen möchte. Halt einige Anekdoten aus meiner frühen World of Warcraft Zeit. Und ja, ich hoffe, ihr habt natürlich damit viel Spaß. Und kann ich jetzt endlich mal bitte aufsteigen? Meine Grütze. Ich hab deine Höhle gar nicht kaputt gemacht. Dampfnudel. Ach komm, noch einer? Oh, boah. Das gibt doch nicht. So. Endlich. Haben wir das jetzt auch hinter uns? Ab zum Trainer. Ach nee, wir haben schon. Ach ja, das gibt's ja gar nicht mehr. Stimmt, da war was. Da ist ein Fass. Machen wir gleich. Charge! So. Cask of Storm Gedöns. Oha, wo waren die denn alle? Ich glaube, eins war da hinten noch. Wie gesagt, ich habe ganz lange habe ich das nicht mehr gemacht. Oh, laufen wir mal durch die Gegend, wenn wir sonst nichts zu tun. Zwerge sind übrigens meine absolute Lieblingsrasse, weil ich damals zu Vanilla-Zeiten meinen Zwerg-Paladin. Jetzt habe ich da in Popschutz gespuckt, egal. Erstellt habe, und zwar den Taladiver, hätte er gedacht. Und das war mein absoluter Liebling. Und den habe ich jetzt auch hier auf den Server hier rüber transferiert. Und irgendwie ist hier oben kein Fass. Das ist gerade ein bisschen ärgerlich. Hä. Ja, mit dem habe ich echt viel erlebt. Das war schön. Das war ganz, ganz schön. Die ganzen Raids und so weiter haben wir ja alle durchgemacht. Ich war ja früher semi-Hardcore-Raider, irgendwie sowas. Ja, ich denke, das kann man so sagen. Denn wir hatten 3 oder 4 Tage, die wir halt geraidet haben. Damals halt MC und BWL und Akku. Ja, Akku hatten wir gemacht und sogar Naxxramas. Noch das alte. Und ja, das hat halt echt Spaß gemacht. Schöner Holy Paladin, weil in Vanilla war ja ein Paladin zu nichts anderem zu gebrauchen. Es ist leider die Wahrheit, liebe Paladin. Freunde. Aber irgendwo muss ich jetzt hier Artefakte finden. Wo finde ich denn die Artefakte nochmal? Ah, warum gucke ich nicht einfach auf die Karte? Da wird es einem angezeigt. Unglaublich. Ach ja. Entschuldigung. Wie gesagt, ich bin ein bisschen raus. Ich spiele jetzt wieder seit 2 Tagen oder irgendwie sowas. Und da habe ich halt auch nur meine 90er gespielt. Und das Erste, was mir halt passiert ist, ich lockte mich halt mit meiner Schamanöse ein und drückte halt so alle Tasten, so ja, C ist für Charakter, so P ist hier für Dingsbums, für die Skills und blau und hast du nicht gesehen.
und lauf so durch die Gegend und bin im Schrein und auf einmal laufe ich durch so ein Portal und schwupp bin dann urplötzlich in Stormwind und denk mir so, ja, okay, bist halt in Stormwind, ne? Macht ja nichts. Ach, da. Hä? Muss ich denn hier hin? Liegen die hier am Boden oder haben die gefressen? Ah, das sind die kleinen Dinger hier. Okay. Ja, und wie gesagt, bin dann in Stormwind und registriere das so mehr oder weniger. Ja, das ist Stormwind, das kenne ich. Das, ja, da ist Spaß. Da kannst du machen, ne? Und steig auf meinen Drachen und flieg los. Und guck halt immer noch, was ich so habe. So ein bisschen die Items durch, welches Item-Level und so weiter. Und auf einmal komme ich wieder in die Realität zurück und merke halt so, okay, du bist in MC. Das hat mich echt verwundert, weil ich nicht wusste, wie ich da hingekommen bin. Ha. Ja, aber es ist dann halt nicht super tolles gedroppt, also keine Materialien für eines der Legendaries. Ich habe ja dümmlicherweise mit meiner Schamanöse den Kauerschwert Thunder Fury zusammengebastelt, was ein bisschen doof war, weil das echt teuer war. Aber also aus dem einfachen Grund hier Achievement und so, aber das ging dann voll in die Hose, weil die das Ding nicht tragen konnte und dementsprechend ja, ich dachte, es reicht, wenn man den hat. Den Thunder Fury. Ja. So, und wo ist jetzt das Fass? Da vorne. Ach, da blubbelt es. Na gut. Da vorne ist auch noch ein. Ne, da ist eins. Ja, na, dann haben wir jetzt auch alle Quests hier, glaube ich, abgeschlossen. Ne, wir müssen ja noch da hinten zu den Trollsen. Da ist ein Troll schon mit den Trolls. Können wir da einfach mal kaputt machen. Ich weiß, es war der schlimmste niederländische Akzent, den es jemals gab und geben wird und jetzt auch gerade gibt. Aber egal, ich hab Spaß. Und das ist doch das Wichtigste, oder? Ja, fest. So, hier Quest annehmen. Und Quest annehmen. Und hier Quest abgeben. Und was weiß ich nicht was. Getting battle ready. Jo. Haben wir das alles gemacht? Sind wir jetzt Boarhorn gedünst, Wrecked Wolfhide und Priceless Rockjaw Artifact. Okay. Ja. Dann machen wir uns da mal auf den Weg, obwohl, nö. Machen wir nicht. Wir machen jetzt hier erstmal Pause. Wie gesagt, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wenn ihr irgendwas wissen wollt, wenn ihr mir sagt, nein, du darfst keine Level-Items benutzen. Ich bin sowieso nicht in der Gilde, weil alles doof. Ich habe mich rausgeschmissen. Kann ich aber verstehen nach der Zeit. ja. Wie gesagt, schreibt mir einfach mal alles in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, alles Gute. Und ich hoffe, ich sehe euch in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, Taladir levelt, diesmal in WoW. Bis dann. Tschüss.